Vor allem habe ich gerade keinen Sound gehört irgendwie, als sie da reingebrettet. Ach, verdammt. Nee, Moment. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich schaff das. Ich schaff das. Wo auch immer ich hinfliege. Ah, verdammt. Und ich habe mich am Anfang noch gewundert. Moment, da kommt doch bestimmt jetzt so ein Kettenhund. Okay, der andere hat gar keinen Bock zu kommen. Okay, los geht's. Hier, ich geb die Eier. Ah, jetzt fallen die auch mal nicht runter. Ganz praktisch. Das ist, finde ich, auch ein bisschen sinnlos irgendwie. Da hätten sie auch direkt eine Treppe hin machen können. Na, egal. Okay. Geh da mal da rein. Warum auch immer ich oben links zuerst reingehe. Ah, okay. So, 30 haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Das war knapp, vielleicht. Ah. Ja, komm. So. Oh, kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So. So, direkt los, weiter. Wobei ich mich jetzt frage, was ich dann in den anderen Räumen machen soll. Ja gut, erstmal das hier. Ach so. War das nicht irgendwie, dass es scheißegal ist, in welche Welt man reingeht? Dann gehe ich mal einfach da rein. Wobei, in den anderen hätten bestimmt noch die weiteren Blumen sein können. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so toll dann. Aha! Ich muss in die anderen Welten reingehen. Stimmt, das war ja da, wo ich so viele Schlüssel brauche, ne? Na gut. Wow, das war sehr knapp. Wow, wow, wow. Das war sowas von Ultra Instant Kill, fast schon. Wir haben ja genug Leben. Aber das war schon fies. Sehr fies. Sehr, sehr fies von der Lava. Was auch immer es ist. Shit. Ach, Moment, konnte ich das Feuerding nicht schlucken?
Ja. Ich kann auch Feuer sprechen. Nicht schlecht. Komm, ich will nämlich die Zunge frei haben. Puh, Schwein gehabt. Na komm. Bloß nicht die Schüssel vergessen. Ich meine mich nämlich mal erinnert zu haben, dass ich den einmal tatsächlich vergessen habe, weil ich ihn ja nicht berührt habe. So, machen wir den hier als nächstes. Weil wir ja eh alle Schlüssel brauchen. Hä? Super, was bringt mir der dann? Irgendwie Angst, wenn der Bildschirm nicht mehr zeigt. Ah. Okay, da kann man anscheinend also runter. Deswegen nämlich. Doing. 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 Genau, richtig gedäumt. Okay. So, was war jetzt hier das Problem? Ich verstehe sowieso nicht, wofür die gut sind. Man kann einfach nur auf die nicht draufspringen, oder wie? Ist hier links und rechts. Jetzt nicht euer Ernst. Hätte ich mir auch irgendwie denken können, aber es wäre zu einfach gewesen. Ah, okay, das war der Trick. Jetzt ist auch schon wieder knapp. Komm. Achso, doch, das hatte ich ja schon. Geradewegs hoch. Komme ich hier bestimmt auf der anderen Seite aus. Stachelland. Da können wir auch schon den Miniboss besiegen. Haha. Ach so. Yes. Was hat der denn dann gerade geschluckt gehabt? Geh mal hier weg. So. Ah.
alle mit. Da ist es. Nein, nein, nein! Nein, nein. Wow. Oh. Nix. Alter, bist du gut? Hey, oder so. Na komm, noch einer? Danke. Ach, stimmt. Haha, es geht ja um den Schlüssel. Total vergessen. Jetzt habe ich gerade einen Tick erschrocken, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, jetzt kommen wir endlich zum Zwischenboss. Hat er lang genug gedauert. So, wir haben 30 Dings. Ich glaube, wir haben auch alle Blumen. Soweit. Ah. Ist mir sonst bis zu riskant. Bei meinem Glück falle ich nämlich wirklich noch rein. So, jetzt muss ich nur gerade überlegen, wie der wirklich nochmal ging. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, man muss Stammverdacken benutzen. Ach, wird er denn nicht in viele kleinere aufgesplittet? Ja, ja, ich glaube, irgendwie sowas war's. Das wollte ich gar nicht. Sorry. Nein. Bäm! Sterne pupsen. Schön, Yoshi, hast du super gemacht. Naja, immerhin. Genau 90. Ja, so schlecht sind wir noch gar nicht. Könnte zwar besser laufen, aber so schlecht sind wir wirklich nicht. So, aber ich gucke auch gerade auf die Uhr. Ja, würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss für diese Aufnahmesession. Ich denke mal, das müsste auch erstmal reichen. Und dann machen wir einfach hier an der Stelle beim nächsten Mal dann, ja, einfach weiter. Dann verabschiede ich mich und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.